Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Wir sind immer noch mit derselben Lehrrede beschäftigt, für diejenigen, die die anderen Mittwochabende hier waren. Ohne Übung kein Fortschritt. Und diese Lehrrede handelt davon, dass man nur, wenn man Geistesschulung pflegt, sich von seinem Dukkha, seinen Unannehmlichkeiten, Unzufriedenheiten, Unzulänglichkeiten, Ärgernissen befreien kann. Und diese Geistesschulung besteht daraus, aus den 37 Erleuchtungsfaktoren. Die Erleuchtungsfaktoren werden, wenn wir sie perfekt gemacht haben. Erst einmal werden sie erwähnt und erklärt, was sie bedeuten. Und dann muss man sie üben. Und üben ist das Hauptwort. Wir sind bei den letzten dieser 37 Erleuchtungsfaktoren angelangt, und zwar bei dem edlen achtfachen Pfad. Der edle achtfache Pfad gehört sozusagen zu der Kernessenz der ganzen Lehre. Es ist eine Kurzfassung von dem Übungsprogramm. Die Buddha-Lehre verspricht Erlösung, aber nur durch eigene Bemühung. Ohne die eigene Bemühung gibt es keinerlei Frieden und keinerlei inneres Glück, das unabhängig ist von äußeren Umständen. Die äußeren Umstände, die bei keinem Menschen ideal sind, weil die Welt nicht ideal ist, werden einem immer wieder Schwierigkeiten machen. Bis zu dem Moment, wo man das innere Glück und den inneren Frieden so in sich verankert hat, dass die äußeren Umstände einem nichts mehr anhaben können. Und man wahrscheinlich auch sein Leben so verändert hat, dass man die meisten dieser äußeren Umstände, auf denen die materielle Welt beruht, losgelassen hat. Ihnen keine Wichtigkeit mehr beimisst. Der edle achtfache Pfad besteht, so wie die ganze Lehre, aus drei Schritten, oder drei Teilen besser gesagt. Die drei Teile sind auf Pali, Sila, Samadhi und Panya Tugend, Konzentration und Weisheit. Das ganze Lehrgebäude des Buddhas besteht aus diesen drei Teilen. Tugend als Fundament, moralisches Benehmen. Und das Benehmen, das sich so verhält, dass man weder sich noch andere schädigt. In keiner Weise. Dass man auch nicht versucht, Vorteile zu haben auf dem Rücken anderer. Diese Tugend wird in den fünf Tugendregeln erklärt, hier im achtfachen Pfad, mit drei Schritten, rechte Rede, rechte Handlung und rechter Lebenserwerb. Das haben wir bereits gesprochen. Ich erwähne es nur noch einmal zur Erinnerung und für diejenigen, die es nicht gehört haben. Der Weisheitsteil besteht aus der rechten Einsicht oder Ansicht, rechte Einsicht vielleicht besser, und der rechten Gesinnung. Und fängt damit an, dass man versteht, dass man selbst es erledigen muss. Dass keiner es für einen tun wird und auch keiner es gegen einen tun wird. Niemand hat Schuld und niemand wird es erledigen. Man muss es selber machen. Und nur derjenige oder diejenigen, die es selbst machen und selbst tun, sind dann diejenigen, die auch zum Frieden der Welt beitragen. Sie sind dann, was in der Bergpredigt die Friedensstifter genannt werden. Ein Friedensstifter kann nur ein Mensch sein, der in sich Frieden
gefunden hat. Von außen kommt kein Frieden. Der kommt nur von innen. Dieser Einsicht, womit der Pfad anfängt, der Weisheitsteil, ist dann auch das Letzte, das, worauf der Pfad wieder zurückführt. Es ist sozusagen also keine Leiter, die man erklettert, sondern ein Kreis, wo man Schritt für Schritt zu dem zurückkehrt, was man am Anfang noch gar nicht verstanden hat, sondern nur gesehen hat, dass die Arbeit nötig ist. Wir sind beim dritten Teil des achtfachen Pfades angelangt. Und zwar ist dieser dritte Teil der Teil der Konzentration, das heißt der Meditation. Und diese drei Teile sind natürlich auch Ursache und Wirkung. Und sie sind aufeinander angewiesen. Sie hängen voneinander ab. Ein Mensch, der rechte Einsicht hat, weiß, dass er meditieren muss, um andere Bewusstseinsebenen zu erlangen. Dass das nicht jemand für ihn tun kann, dass das nicht etwas ist, was man, wenn man mal Zeit hat, tut, sondern dass das dazu gehört, zu dem, was nötig ist, um sich selbst zu läutern. Ein Mensch, der die rechte Absicht hat, dass der zum Weisheitspfad gehört, der wird die Zeit dafür finden. Die drei Schritte, die dazu gehören, zu der rechten Konzentration, heißen rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration. Nun hat der Buddha extra und ganz deutlich rechte gesagt. Also kann man wohl annehmen, es gibt auch eine falsche. Und es gibt's auch. Man kann sich furchtbar anstrengen, das ganze Leben lang. Und die meisten Menschen haben auch das Gefühl, dass sie sich furchtbar anstrengen. Aber ist es die rechte Anstrengung? Können Sie auf Ihrem Totenbett auf ein Leben zurückschauen, in dem Sie so viel Gutes gemacht haben, dass Sie ohne Reue, ohne Gewissensbisse, ohne jeglichen Ablehnung den neue Phase, den Tod erleben können? War es die rechte Anstrengung? Oder war die Anstrengung auf Dinge gerichtet, die rein materiell waren? Das heißt nicht unbedingt Geld, aber sehr oft heißt es Geld. Aber Materielles ist alles das, was man haben, bekommen und behalten will. Das ist alles materiell. Besitzen will. Ob das jetzt Häuser und Autos oder Menschen sind oder Wissen oder was immer sei, mein. Wo war die Anstrengung? War sie auf diesem Weg? Oder war die rechte Anstrengung, sich selbst, Herz und Geist zu läutern, loszulassen, hilfreich zu sein, liebevoll zu sein? Das bedeutet nicht, dass wir das nun alles können. Wir reden von der Anstrengung. Womit strengen wir uns an? Die meisten Menschen kriegen das Gefühl, dass sie sich so anstrengen, dass sie unbedingt Ferien machen müssen. Und in Ferien strengen sich dann auch an. Da sind dann auch unzählige Dinge zu erledigen. Oder aber, wenn sie sich in den Liegestuhl vielleicht legen, um gar nichts zu machen, dann wird ihnen das sehr schnell langweilig. Wo ist da die rechte Anstrengung? Was bedeutet denn überhaupt rechte Anstrengung? Dieses Ferienmachen bedeutet im Prinzip nichts anderes, als den Körper von einem Platz, wo er sich sonst befindet, und einer Aktivität, die er sonst hat, zum anderen Platz zu bewegen und ihm eine andere Aktivität darzubieten. Auch anstrengend. Wir haben ja sogar ein schönes Sprichwort dafür. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Was sind denn gute Tage? Wann fühlen wir uns denn erleichtert? Wann fühlen wir uns beschwingt? Wann fühlen wir unseren Geist so erhoben,
dass er sich von Kleinigkeiten nicht mehr stören lässt. Überhaupt mal? Oder wann? Es ist absolut notwendig für ein glückliches Leben, erst einmal festzustellen, womit verbringe ich eigentlich die meiste Zeit. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man die meiste Zeit mit Nichtstun verbringt. Das soll dann glücklich machen. Da muss man untersuchen, bin ich glücklich. Die rechte Anstrengung bezieht sich auf Geist und Körper. Wir haben beides. Weder das eine vernachlässigen, noch das andere extrem bearbeiten. Balance, wie immer, bei der Buddha-Lehre, der mittlere Weg. Der mittlere Weg ist, dass wir uns nicht einem Fanatismus hingeben, auf irgendeiner Ebene, ganz egal welche, ob das jetzt Ernährung ist, oder ob das irgendwelche Übungen sind oder irgendwelche Nichtübungen, ganz egal, kein Fanatismus. Aber die rechte Anstrengung benutzen und einmal vorstellen, dass wenn wir auf unserem, ob wir jetzt vielleicht, wenn wir auf unserem Totenbett liegen würden, ob wir zufrieden sind mit dem, was wir gemacht haben. Oder hat irgendwas gefehlt? Hätten wir doch noch was machen sollen? Oder haben wir alles das gemacht, was es überhaupt möglich war für uns? Oder sehen wir irgendwie doch einen Schimmer, dass mehr möglich gewesen wäre? Mehr auf welcher Ebene? Dieser Schimmer, dass mehr möglich ist, gehört auch zur rechten Anstrengung. Etwas mehr machen als gestern. Aber das heißt nicht, mehr herumlaufen oder sich mehr bewegen oder mehr Dinge noch einkaufen, sondern es bedeutet, den Läuterungsprozess in sich selber etwas stärker bearbeiten. Es bedeutet aber auf der anderen Seite auch nicht, den Körper vollkommen ohne jegliche Tätigkeit zu lassen. Wir haben einen Körper. Und mit dem Körper können wir viel Gutes tun. Wir haben diese Möglichkeit und die sollten wir ergreifen. Auf der Ebene der rechten Anstrengung können wir auch feststellen, wenn wir uns selber beobachten, und das gehört natürlich zum spirituellen Pfad als die wichtigste Übung, dass sobald Negativitäten im Geist sind, wir die Kraft verlieren. Negativitäten im Geist benutzen unsere ganze geistige und daher auch körperliche Kraft. Und wenn wir uns ständig überfordert fühlen oder übermüdet und immer glauben, das liegt daran, dass irgendjemand, wer immer es sei, zu viel von uns verlangt, dann sollten wir mal untersuchen, wie oft am Tage wir negativ reagieren und denken. Und dann werden wir dahinter kommen, wer eigentlich uns überfordert? Wir uns selbst. Positiv denken und reagieren bringt Kraft, negativ nimmt Kraft. Jeder, der sich überfordert fühlt, kann ganz einfach feststellen, man braucht noch keine 5 Minuten, um das festzustellen, dass es nur daherkommt, weil negativ denkt. Diese Negativität wird dann auch zur Gewohnheit. Und wenn es zur Gewohnheit geworden ist, dann sind die Kräfte immer weniger und weniger. Und die werden so vermindert, dass man noch nicht einmal ein mittelmäßige Fähigkeiten mehr zutage bringen kann. Geschweige denn die Fähigkeiten, die dazu nötig sind, um einen spirituellen Pfad so zu gehen, dass er ganz verinnerlicht wird. Dazu braucht man mehr als mittelmäßige Fähigkeiten. Und die sind nur möglich zu haben, wenn wir Positives in uns erwecken. Dass die Welt um uns herum nicht positiv ist, hat überhaupt damit nichts zu tun. Wir leben in unserer eigenen Welt.
Für jeden von uns sind wir selbst der Mittelpunkt. Das heißt also, wir müssen aus dieser Mitte heraus auch alles bearbeiten. Das ist die stärkste Kraftvergeudung, die wir haben, das Negative. Und wenn wir das einmal genau untersuchen wollen, dann brauchen wir es nur einmal auszuprobieren, indem wir negativ denken, wie wir uns fühlen, und das kann beinahe jeder, diese Negativität schnellstens umändern und sehen, wie wir uns dann fühlen. Wenn die Negativität schon sehr weit gediehen ist, sich schon in Ärger und Wut ausgelassen hat, dann ist es schwierig. Wenn es der Fall einer gewohnheitsmäßigen Reaktion ist, ist es auch schwierig. Aber wenn es nur einmal hochkommt, können wir es ganz klar erkennen. Das gehört zur rechten Anstrengung. Die rechte Anstrengung bedeutet, dass wir einen Läuterungsprozess in uns selbst erleben. Und diesen Läuterungsprozess für Herz und Geist, für was wir denken und für was wir empfinden und fühlen. Und alles andere hängt davon ab. Die rechte Anstrengung wird sehr oft mit den vier großen Anstrengungen bezeichnet. Die vier großen Anstrengungen beziehen sich einfach und allein nur auf unsere Gedanken, Inhalte. Da wir in der Meditation das Etikettieren der Gedanken lernen, so sollte es uns möglich sein, das auch im täglichen Leben weiterzuführen. Wenn wir das nicht können, wenn wir den Inhalt der Gedanken nicht erkennen können, haben wir keine Chance. Wir müssen den Inhalt unserer eigenen Gedanken erkennen können und nicht uns darauf berufen, dass sie gerechtfertigt sind, weil andere etwas tun oder nicht tun. Negative Gedanken sind nie gerechtfertigt. Sie sind einfach. Sie existieren so, wie sie sind. Die vier großen Anstrengungen, ich habe sie schon öfter erwähnt, will sie noch einmal erwähnen. Einen unheilsamen Gedanken, der noch nicht aufgekommen ist, nicht aufkommen lassen. Einen unheilsamen Gedanken, der schon aufgekommen ist, nicht weiterführen. Einen heilsamen Gedanken, der noch nicht aufgekommen ist, aufkommen lassen. Einen heilsamen Gedanken, der schon aufgekommen ist, weiterführen. Das bedeutet nicht, dass wir den Unterschied zwischen gut und schlecht nicht erkennen können. Das wäre furchtbar, dann können wir die Tugendregeln nicht einhalten. Aber es bedeutet, dass wir uns unsere Kraft nicht vergeuden, indem wir das Schlechte dann auch noch verschlechtern, indem wir dem Negativ gegenüberstehen. Es beschimpfen, uns darüber ärgern, es breittreten und so weiter. Das sind die vier großen Anstrengungen. Die rechte Anstrengung zu machen, wird durch unser drittes Hindernis immer wieder blockiert. Unser drittes Hindernis heißt Lässigkeit und Trägheit. Und diese Lässigkeit und Trägheit existiert im Geist. Wenn der Geist nicht lässig und träge ist, dann haben wir es viel leichter, die rechte Anstrengung zu machen. Aber der Geist der Menschen ist lässig und träge. Die Hindernisse, von denen wir fünf haben, sind allgemeines menschliches Gut, eigentlich schlecht. Und jeder hat sie. Nur manche Menschen haben eins oder zwei davon so ausgeprägt, dass es furchtbar schwierig ist, damit irgendwie zurande zu kommen. Und fast immer haben sie dann auch für dieses Hindernis eine Rechtfertigung. Wir dürfen also nicht glauben, zum Beispiel, dass es äußerst spirituell ist, nichts zu tun. Das auch manchmal geglaubt. Oder recht wenig zu tun. Im Gegenteil, ist genau das Falsche. Was spirituell ist, ist loszulassen von den Resultaten unseres Tuns und loszulassen von den Resultaten
des Tuns, dass sie uns selbst zugutekommen sollen. Das ist spirituell. Aber nicht nichts tun. Ich denke, dass das sogar sich schon etwas absurd anhört, dass nichts tun spirituell sein sollte. Auf jeden Fall, es hat nichts damit zu tun. Es ist eine Ablehnung. Und Ablehnungen sind nie spirituell, sind immer materiell. Aber was der spirituelle Pfad beinhaltet, ist das Loslassen von den Resultaten für unser eigenes Wohl. Und stattdessen das Tun um des Tuns Willens und für die Hilfsbereitschaft für andere. Dann ist Tun ein spirituelles Leben und gehört mit dazu zu der Läuterung. Läuterung von Herz und Geist. Das dritte Hindernis, die Lässigkeit und Trägheit, macht die meisten Menschen mittelmäßig oder weniger. Jemand, der das nicht hat, der dieses Hindernis nicht hat, ist im Allgemeinen in der Lage, sehr viel mehr zu tun als andere, was dann bewundert wird. Ist aber überhaupt kein Wunder, sondern es ist einfach ein Fehlen dieses Hindernisses oder eine Möglichkeit, dieses Hindernis zu überkommen. Dazu muss man sich selber erkennen. Das Wichtigste dabei ist, sich einmal vorzustellen, dass man zum Beispiel morgen stirbt. Oder auch heute Abend, egal wann. Oder morgen Nachmittag, ganz egal. Auf jeden Fall sehr schnell. Es hat ja wohl keiner eine schriftliche Garantie, dass das nicht passieren sollte. Also die Möglichkeit besteht wohl. Und dann einmal untersuchen, was habe ich eigentlich bis jetzt mit meinem Leben gemacht? Kann ich zufrieden sein mit dem, was ich getan habe? Oder suche ich immer noch nach einem Lebenssinn? Oder habe ich mich immer nur bemüht, nur den Verpflichtungen nachzukommen, sodass ich oder meine Familie überleben konnten? War das alles? Oder gibt's mehr? Und das ist wichtig anzuschauen, denn im Moment, wo man das erkennt, kann man natürlich eine Änderung vornehmen. Die Formel heißt, erkennen, nicht tadeln, ändern. Es gibt nichts zu tadeln. Der Mensch ist so, wie er ist, aber die Lehre des Buddhas zielt darauf hinaus, dass wir dieses Menschsein transzendieren in Herz und Geist. Dass da mehr aus uns wird, dass wir unser Potenzial so verwirklichen, dass eine ganz andere Ebene angesprochen wird. Es steht und fällt mit der rechten Anstrengung. Nun ist es so, dass wir im Allgemeinen entweder bewusst oder unbewusst wissen, dass wir Dukkha haben. Dass wir nicht hundertprozentig zufrieden sind, nicht hundertprozentig in Ordnung, nicht hundertprozentig glücklich sind. Und dass unsere Aktivitäten fast alle darauf gezielt sind und so zu beschäftigen, dass wir es nicht merken. Und das können wir auch tun bis zu einem gewissen Punkt. Total können kann es keiner, sich sehr artig zu beschäftigen und abzulenken, dass er es überhaupt nicht merkt. Aber wenn wir uns genügend beschäftigt und abgelenkt haben und dann doch wieder nicht ganz zufrieden, nicht ganz erfüllt, nicht ganz glücklich sind, dann suchen wir im Allgemeinen irgendeinen äußeren Grund, eine äußere Ursache. Und diese äußeren Gründe und diese äußeren Ursachen sind derartig viele, dass wir uns nur eine auszusuchen brauchen. Und wir könnten uns jeden Tag unseres Lebens eine neue aussuchen. So viele gibt es. Manchmal, manche Menschen suchen sich eine aus und bleiben bei der. Auch sehr häufig. Eine einzige Sache ist schuld daran, dass sie nicht hundertprozentig glücklich sind.
In Wirklichkeit ist kein Mensch schuld daran, nichts ist schuld daran. In Wirklichkeit ist das Unerfülltsein die menschliche Existenz. Es ist sogar jede Existenz. Und daher ist der Weg des Buddhas nach innen, wo das zu finden ist, das Erfülltsein. Und dazu gehört natürlich die Meditation. Um der Meditation eine Möglichkeit zu geben, brauchen wir Achtsamkeit. Das ist der nächste Schritt. Drei Schritte, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration. Es gibt natürlich auch falsche Achtsamkeit. Und die wird liebend gern benutzt. Nämlich, die Fehler anderer zu beobachten und dann entweder schlecht über diese Menschen zu sprechen oder ihnen ihre Fehler vorzuwerfen. Das ist falsche Achtsamkeit. Dazu gehört nämlich, unsere Umwelt ist unser Spiegel. Wir sehen im anderen nur das, was in uns existiert. Oder was in uns schon existiert hat. Da nämlich alles in uns schon existiert hat, können wir bis zu einem gewissen Punkt die ganzen Fehler und Schwierigkeiten eines anderen erkennen. Aber das Gute, das Höhere, das, was schon einem Ideal gleichkommt, wenn wir das selber noch nicht erlebt haben, dann merken wir es beim anderen auch nicht. Ein Spiegel zeigt nur das, was vor ihm steht. Unsere Umwelt ist unser Spiegel. Wie immer wir unsere Umwelt erkennen, so erkennen wir uns selbst. Und wenn wir das nicht wissen, sondern nur glauben, dass wir selber, der da vor dem Spiegel steht, ist ja einigermaßen in Ordnung. Nur das, was aus dem Spiegel herausguckt, nämlich die anderen, die sind nicht in Ordnung. Dann sind wir derartig in der Materialität eingebunden, dass es sehr schwierig sein wird, den spirituellen Weg zu gehen. Dazu ist noch zu sagen, es ist überhaupt schwierig, den spirituellen Weg zu gehen. Die meisten Menschen haben irgendeine Idee, wie sie es machen sollen. Was ein großer Fehler ist. Wir brauchen keine Ideen. Überhaupt keine. Wir brauchen nur den Anweisungen der großen Religionsstifter und Meister zu folgen. Aber wer macht das schon? Wer lässt sich schon genau sagen, was er machen soll? Die meisten Menschen glauben doch, sie wissen es sowieso. Und nicht nur, dass sie es sowieso wissen, sie wissen es besser. Wenn wir unsere Umwelt nicht als unseren eigenen Spiegel benutzen, sondern mit der falschen Achtsamkeit uns nur darauf beschränken, die Fehler und die Minderwertigkeiten zu sehen, und die sind überall vorhanden, und die dann zu bemängeln oder zu bereden, dann haben wir überhaupt keinen Zugang zu unserem inneren spirituellen Wesen. Dann haben wir das erst einmal den Zugang verschüttet. Und wer sich damit besonders viel beschäftigt, der wird den Zugang schwer wiederfinden. Wenn wir aber die rechte Achtsamkeit benutzen und sogar bei der Betrachtung der Umwelt sie benutzen und dann erkennen, dass das, was wir da sehen, nichts anderes ist, als was wir in uns tragen, dann sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Nur was wir in uns erkennen, kann uns helfen. Alles andere verbaut den Weg. Natürlich ist die Welt, die menschliche Welt, die wir kennen, in der wir leben, alles weniger als ideal. Die ist überhaupt nicht ideal. Wieso ist sie nicht ideal? Das ist wohl ganz einfach, weil wir nicht ideal sind. Einfacher könnte es ja gar nicht sein. Also mit wem fangen wir an? Mit dem, der uns nicht passt, oder mit uns selbst? Der uns nicht passt, wenn wir dem irgendwas erzählen, dann wird er uns noch viel weniger passen. Wenn wir uns selber was erzählen, besteht die Möglichkeit, dass wir uns aus diesem Problematik der Anklage und der Problematik der Ablehnung einmal erheben. Und die ganze Lehre des Buddhas, jede spirituelle Lehre, ist ganz egal welche, ist darauf abgezielt, dass wir uns darüber erheben, was
im Alltag in unserem Geist passiert. Die Alltags- und Marktplatzmentalität, die kennen wir allzu gut. Mit der müssen wir natürlich auch arbeiten in unserem täglichen Leben, wenn wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Da gibt es keine andere Mentalität als die, die im Alltag nötig ist. Aber dennoch ist es auch da möglich, sich an die spirituellen Werte zu erinnern und immer wieder loszulassen. Loslassen und üben sind die beiden wichtigsten Aktivitäten, die wir tun können. Das sind Geistesaktivitäten. Es ist ganz egal, was wir mit unserem Körper machen. Was wir mit unserem Körper machen, ist das, was gerade im Moment vorgeschrieben ist, was gerade nötig ist. Da kann man sich im Allgemeinen genauso wenig aussuchen, obwohl viele versuchen, sich genau auszusuchen, was da machen wollen. Aber man kann es im Allgemeinen gar nicht, genauso wenig, wie man sich aus einer spirituellen Lehre das aussuchen kann oder sollte, was einem behagt, was einem passt. Vielleicht passt einem gerade mal die Meditation und alles andere passt einem nicht. Das geht nicht. Vielleicht passt einem nur, achtsam zu sein. Das alleine genügt auch nicht. Es muss alles, ganze Geist, ganze Körper, alles muss mitmachen. Nur dann können wir von einem spirituellen Leben reden. Das bedeutet nicht, dass wir uns aus dem Alltag entfernen müssen. Solange wir diesen Körper haben, leben wir im Alltag. Und in diesem Alltag hat jeder seine persönlichen Schwierigkeiten, die aber keine zu sein brauchen, wenn wir wissen, dass es etwas ganz anderes gibt. Die rechte Achtsamkeit bezieht sich auf ein Selbst. Die Achtsamkeit hat, wovon wir auch schon gesprochen haben, ich wiederhole es nur kurz, vier verschiedene Möglichkeiten. Vier Grundlagen der Achtsamkeit. Erstes ist der Körper. Wir passen auf, was wir mit unserem Körper tun, was wir mit unserem Körper, was für Handlungen wir haben, bewusst und auch die, die unbewusst sind. Damit wir endlich einmal klar werden darüber, wie sehr wir uns von unserem Körper bestimmen lassen. Die kleinste Unstimmigkeit im Körper und schon ist der Geist unglücklich. Und die Unstimmigkeiten im Körper kennt wohl jeder. Dutzende, hunderte verschiedene. Die größten Häuser, die wir finden können in den meisten Städten, sind die Krankenhäuser. Wäre viel hübscher, wenn man sie Gesundungshäuser nennen würde, aber es hilft uns auch nichts. Krankenhäuser, riesige Dinger. Irgendwas ist immer nicht ganz in Ordnung. Und was macht der Geist? Der macht gleich mit. Wenn wir uns also auf unseren Körper einmal wirklich konzentrieren, dann merken wir, was da vor sich geht. Es ist wichtig zu wissen, was da vor sich geht. Und vor allen Dingen auch unsere Handlungen, unsere Bewegungen, aber auch die, die wir so im Allgemeinen machen, ohne dass sie uns einen Zweck verfolgen. Auch das mal kennenlernen. Wie sehr und wie oft dieser Körper einfach unruhig ist und sich bewegt, weil der Geist so unruhig ist. Der Körper bewegt sich nur, weil der Geist unruhig ist. Sogar nachts wirft er sich hin und her, weil der Geist sich hin und her wirft. Und alleine kann er das auch nicht. So, all das ist die erste Grundlage der Achtsamkeit. Die zweite sind unsere Emotionen. Dritte sind unsere Gemütsstimmungen und vierte der Inhalt unserer Gedanken. Beim Meditieren sind wir mit der ersten und vierten besonders beschäftigt. Das heißt, wenn wir den Atem betrachten, so ist das die erste Grundlage der Achtsamkeit, weil das gehört zum Körper. Und aus der können wir ohne Schwierigkeit sofort entnehmen,
dass das ganz vergänglich ist, was da vor sich geht. Und dass die Solidität und Kompaktheit dieses Körpers eine optische Illusion ist. Wenn sie nämlich eine Wirklichkeit wäre, dann würden wir auf unseren Fotos von all den Jahren, die vergangen sind, bis heute immer gleich aussehen. Aber das kann wohl keiner von sich behaupten. Die Solidität und Kompaktheit unseres Körpers liegt an dem Erdelement, an einem der vier Elemente, aus dem der Körper besteht, und hat überhaupt keine Bedeutung. Obwohl wir immer glauben, dass das bin ich. Wenn wir uns mal vor den Spiegel stellen, wer steht da? Ich natürlich. Aber in Wirklichkeit ist es einer ständigen Änderung unterzogen, was wir sofort bei der Betrachtung des Atems kennenlernen. Wenn wir das nicht kennenlernen sollten, diese Veränderung, den Wechsel, das Entstehen und Vergehen, dann haben wir noch nicht den Anfang des spirituellen Weges gefunden. Also es ist bei der Meditation deutlich erkennbar. Und das vierte, die vierte Grundlage, Inhalt der Gedanken, ist das Etikettieren. Das Etikettieren, was sich da eigentlich abspielt. Und wenn wir merken, was sich da eigentlich abspielt, dann wird uns aber sicherlich eines Tages es zu dumm werden, dass sich das immer weiter abspielen sollte. Und wenn es uns dann mal zu dumm wird, dann werden wir es ändern. An sich könnte es einem schon bei der ersten Erklärung ein bisschen dumm werden, was da eigentlich los ist. Aber die meisten Menschen brauchen längere Zeit, bis sie merken, dass sich das immer wieder Inhalte der Gedanken kommen, die einen selbst unglücklich machen und die total unnötig sind. Und dann werden wir uns wahrscheinlich mal eines Tages so zusammenreißen, dass wir uns vornehmen, das ist nicht nötig. Und dazu gehört das Etikettieren. Und wenn wir das in der Meditation durchführen, dann führen wir es auch im täglichen Leben weiter. Achtsamkeit ist eine Aktivität des Geistes, eine Geistesformation, die von morgens bis abends bei uns bleiben sollte, ist unser bester Freund, unsere größte Hilfe. Die meisten Menschen vergessen es. Es ist leicht zu vergessen. Aber wenn man meditiert, ständig, täglich, dann wird es zur Gewohnheit. Und wenn die Achtsamkeit zur Gewohnheit geworden ist, dann weiß man wenigstens, was man denkt. Bedeutet noch nicht, dass wir nur die höchsten und schönsten Gedanken dann denken, aber wir wissen wenigstens, was wir denken. Und wenn wir das Wissen alleine gibt uns dann schon eine gewisse Macht über den Inhalt unserer Gedanken, sodass wir ihnen nicht immer ausgeliefert sind. Die meisten Menschen sind ihren Gedanken ausgeliefert. Und wenn sie ihnen ausgeliefert sind, bringt das kein Glück. Der dritte Schritt in diesem Teil der rechten Konzentration ist dann die Meditation. Und die rechte Konzentration auf Pali Samasamadhi kann natürlich auch falsche Konzentration sein. Und wenn es falsche Konzentration ist, dann konzentrieren wir uns auf die materiellen Dinge im Leben. Die materiellen Dinge im Leben, wie ich bereits gesagt habe, beziehen sich nicht nur auf Geld verdienen, sondern beziehen sich darauf, jemand zu sein, das Ich zu unterstützen, jemand darzustellen, was immer es sei, was immer man darstellen will. Jeder hat sich was Neues oder Eigenes zusammengebastelt, was er darstellen will. Und bei dieser Darstellung, die Illusion des Ichs, so zu verstärken, dass man sich immer wieder vor Augen halten kann, das bin ich. Das, wenn man sich darauf konzentriert und sich im Leben damit beschäftigt, so ist das die falsche Konzentration. Natürlich hat der Buddha recht gesagt, Samma heißt recht, weil es eben das Falsche auch gibt. Und dazu wäre vielleicht noch zu sagen, dass in der Art und Weise,
wie die Menschen sich ihr Leben arrangieren, mehr falsche Achtsamkeit, mehr falsche Anstrengung, mehr falsche Konzentration existiert als rechte. Und wieso? Wieso ist das so? Die rechte von allen dreien ist immer auf ein Selbst gerichtet. Und die meisten Menschen haben das Gefühl, sie wollen es gar nicht so genau wissen, was bei ihnen vorgeht. Es ist interessanter und ablenkender, sich um andere zu kümmern. Und wir versuchen auch, und das sind ja auch Gesprächsthemen, die wir immer wieder haben, andere zu erkennen, andere zu durchschauen. Der Buddha hat gesagt, das ganze Universum, ihr Mönche, liegt in dem eigenen, klafterlangen Körper und seinem Geist. Wir können alles erkennen, wenn wir uns selbst erkannt haben. Es gibt nichts anderes. Aber dieses Selbsterkennen muss auf einer Ebene sein, wo wir auch gewillt sind, Änderungen vorzunehmen, ohne dass wir glauben, dass wir nun schlechter als andere sind oder dass uns schlechter geht als anderen. Im Gegenteil, wenn wir uns wirklich anschauen, merken wir ganz deutlich, alle sind so wie wir. Auf der ganzen Welt. Und die wenigsten Menschen haben die Möglichkeit, einen Weg zu finden, wo sie den wirklichen Glück und Frieden in sich schaffen können. Die wenigsten Menschen von der ganzen Menschheit auf diesem Erdball. Wenn wir also von diesem Weg einmal hören und uns dann wirklich einmal ranmachen, dann sind wir sehr privilegiert. Aber die Mühe, der muss man sich unterziehen. Es hat keinen Sinn zu glauben, dass alles andere wichtiger ist. Nichts ist wichtiger als das. Denn es ist ja im Prinzip genau das, was wir denken, das sind wir. Und das, was wir sind, das strömt aus uns heraus. Und damit beeinflussen wir auch unsere Umwelt. Und nicht nur, dass wir sie beeinflussen. Wir haben durch unsere eigene Ausstrahlung eine ganz andere Rückstrahlung, wie ein Echo. Es ändert sich die Welt für uns, so wie wir uns ändern. Alles andere ist Utopie. Wir können nicht außerhalb die Welt ändern und uns selbst so lassen, wie wir sind. Wird oft versucht. Und sehr häufig ist es sogar eine Nächstenliebe dabei, Hilfestellung. Aber wir können nur so weit helfen, wie wir uns schon selbst geholfen haben. Anders kann man nicht. Nur so weit geht's. Die falsche Konzentration richtet sich also darauf, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir das behalten und das haben und das und uns selber sein unterstützen. Die rechte Konzentration richtet sich darauf, den Geist einmal von den weltlichen Gedanken und Dingen wegzubringen und nur einstimmig und vollkommen konzentriert nach innen gehen zu lassen. Und dort, wo die Kraft dann aus uns selbst kommt, dort lernen wir neue Bewusstseinsebenen kennen. Wenn wir mit der Alltagsbewusstseinsebene zufrieden sind, dann brauchen wir uns dieser Mühe nicht zu unterziehen. Denn meditieren lernen ist mühevoll. Meditieren können ist großes Glück. Da wir aber alles, was wir heute können, einmal haben lernen müssen, und vielleicht kann man sich noch an die Schultage erinnern, wie mühevoll das war, überhaupt erstmal das Alphabet zu schreiben. Und wie mühevoll das war, das erste Buch selbst zu lesen. Und wie mühevoll das war, die ganzen Sachen zu lernen, die sie einem dabei bringen wollten. Sehr häufig hat man gar nicht mehr mitgemacht am Ende.
alles mühevoll. Aber lesen und schreiben ist für uns heute überhaupt keine Mühe. Das machen wir selbstverständlich. Das können wir, weil wir es gelernt haben. So ist es mit der Meditation. Der Anfang ist mühevoll. Man muss sich immer wieder dazu zurückbringen und immer wieder üben. Genau wie wir geübt haben, das ABC zu schreiben, wie wir geübt haben, zu lesen, zu rechnen, alles haben wir geübt und fanden das furchtbar schwierig. Und dann, eines Tages, selbstverständlich. Und heute nimmt man sich ein Buch vor und liest. Ganz einfach. Und so ist mit der Meditation. Wenn man genug geübt hat, setzt man sich hin und meditiert. Ein großes Glück. Ganz selbstverständlich. Und was bedeutet es, wirklich zu meditieren? Es bedeutet nicht, weiter den Atem zu betrachten. Das ist so, wie wir in der Schule, wie wir angefangen haben, mit den großen Druckbuchstaben. Und so schreiben wir ja heute nicht mehr. Wir schreiben ja flüssig. Aber man muss ja irgendwo anfangen, ne? Dann haben wir große Druckbuchstaben gelernt, um das ABC zu schreiben. Aber jetzt, bei der Meditation, fangen wir an, damit den Atem zu betrachten. Aber um wirklich zu meditieren, brauchen wir das nicht mehr. Sondern, wenn wir wirklich meditieren, lässt der Geist los von den weltlichen Gedanken, alles, was wir tun sollen, nicht getan haben, ja getan haben, worauf wir geantwortet haben, reagiert haben, nicht reagiert haben, was wir noch gerne hätten, was wir nicht mehr hätten und so weiter. Lässt alles los und kehrt sich nach innen. Innen, in unser Innenleben, wenn keine Gedanken sind und keine Reaktionen und keine neuen Formulationen, sondern alles ganz ruhig innen ist, dann lernen wir unsere eigene Geistes- und Herzensreinheit kennen. Und diese Reinheit bringt uns auf andere Bewusstseinsebenen. Und diese anderen Bewusstseinsebenen, die muss man erleben. Und wenn man es erlebt hat, dann weiß man. Wir nennen das in den Mango beißen, damit man weiß, wie die Mango schmeckt. Hat überhaupt keinen Sinn, jemanden zu fragen, wie sie schmeckt. Er kann uns viel erzählen. Wenn wir sie nicht gekannt haben, die Mango, dann denken wir wahrscheinlich, es ist ein Pfirsich, was er da erzählt. Wenn man die eigenen Bewusstseinsebenen nicht ändern kann in der Meditation, dann meditieren wir noch nicht. Dann sind wir noch dabei, die Druckbuchstaben zu lernen. Ist in Ordnung. Irgendwo müssen wir anfangen. Aber eines Tages muss das zum flüssigen Meditieren werden. Und das flüssige Meditieren bedeutet, dass wir das nicht mehr brauchen. Dass wir uns nicht mehr auf irgendein Meditationsobjekt konzentrieren müssen, sondern dass der Geist nach innen geht. Und dort innen, alle diese Ebenen, von denen wir vielleicht schon irgendwie unbewusst etwas erhofft haben, auch erleben. Innere Freude, Zufriedenheit, Stille, das ist auf den ersten Ebenen. Auf den höheren Ebenen der Meditation erleben wir ganz neue Bewusstseinszustände. Diese, die ich eben erwähnt habe, sind mit Worten bezeichnet, die wir ja auch sonst verwenden. Das Wort Freude ist uns ja nicht unbekannt. Nur wir verwechseln natürlich Freude mit Vergnügen. Und das Wort Zufriedenheit ist uns ja auch nicht unbekannt. Und es führt zum Frieden. Aber was bei der Zufriedenheit in der Meditation geschieht, ist, dass wir daraus lernen, dass man nur zufrieden sein kann, wenn man wunschlos ist. Und wenn wir das einmal erlebt haben, dann wird uns das vielleicht, wenn wir es öfter machen, auf den Weg bringen, weniger Wünsche zu haben. Und jedes Mal, wenn wir einen Wunsch fallen lassen, werden wir ganz deutlich merken, dass wir zur Ruhe gekommen sind.
Wir können nur zur Ruhe kommen, wenn wir die Wünsche fallen lassen. Solange wir mit den Wünschen beschäftigt sind, was wir gern hätten, was wir gern loswerden würden, gibt es keine Ruhe. Oder was alles anders sein soll, als es gewesen ist. Oder wie es geschehen soll in der Zukunft. Nichts davon bringt Ruhe. Alles bringt Erregung. Und da wir sowieso diese Wünsche zum größten Teil gar nicht erfüllen können, sind wir stets unerfüllt. Wir haben Erwartungshaltungen, die sehr häufig enttäuscht werden. Je weniger Erwartungshaltung, desto weniger Enttäuschung. In dem ersten Schritt der rechten Meditation führt uns über die Schwelle in unser Innenleben, wo Entzücken vorhanden ist. Wir tun es nicht hinein, wir kriegen es nicht durch die Meditation, sondern wir können es erleben, wenn wir aufhören, was anderes zu erleben. Das heißt also, wenn wir aufhören, zu denken, zu reagieren, unseren Emotionen nachzugehen, unsere Wünsche breitzuschlagen, wenn wir das alles aufgeben, dann können wir das erleben, was in uns sowieso lebt. Dieses entzückende Empfinden, was wir da erleben, ist immer vorhanden. Und wenn wir meditativ geschult sind, können wir auch immer dorthin. Genau wie wenn wir etwas gelernt haben und es dann praktiziert haben, können wir es immer benutzen. Die meisten Menschen lernen etwas, um damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Natürlich müssen wir unseren Lebensunterhalt verdienen, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Aber das darf doch nicht alles sein. Das kann doch nicht alles in diesem Leben sein. Der Lebensunterhalt hilft uns zu überleben. Und das soll er auch. Und das ist auch richtig so. Aber im letzten Endes können wir sowieso nicht überleben. Alles, was mal gelebt hat, wer mal gelebt hat, ist gestorben und wird sterben. Das kann nicht alles sein für ein menschliches Leben. Das heißt also, dass wir das, was wir gelernt haben, für unseren Lebensunterhalt schon verwenden, aber etwas mehr noch erleben können. Und da müssen wir uns durch die Meditation frei machen von dem, was wir immer geglaubt haben, was das Wichtigste ist, nämlich haben und behalten, bekommen und werden. Auf dem spirituellen Weg ist genau das Gegenteil. Loslassen und verschenken und nicht wieder neu sich zusammensuchen. Natürlich ist das mit einigen Schwierigkeiten verbunden, aber das, was so einfach ist, bringt ja auch nicht das größte Glück. Das, was ganz einfach ist, das können ja Kinder. Das brauchen wir ja nicht mehr zu machen. Wir müssen ja schon etwas an die schwierigen Dinge rangehen. Wenn wir dieses Entzücken in uns erleben und es immer wieder praktizieren, wird uns ganz klar, dass das eine andere Ebene ist und wir können auch das loslassen. Das nächste, was wir dann erleben, ist die Freude, die automatisch mit dem Entzücken hochkommt. Und da lernen wir kennen, dass es eine Freude gibt, die unabhängig ist von den Dingen, die außen um uns herum geschehen. Wir müssen nicht irgendetwas bekommen oder irgendetwas sehen oder hören oder schmecken oder berühren oder denken, um Freude zu haben. Die Freude lebt in uns sowieso. Die Welt hat viel zu wenig Freude. Jeder, der in der Lage ist, wenigstens zu dieser zweiten Vertiefung zu kommen, die Freude ihn beinhaltet, trägt zu der Freude in der Welt bei.
Und das ist ein ganz seltenes Geschehen. Zu der Freude in der Welt beizutragen bedeutet, dass wir Freude in uns tragen und sie auch bewusst erleben können. Denn dadurch können wir sie auch ausstrahlen. Und das hilft dann auch unserer Umwelt. Dieser zweite Schritt zeigt uns ganz deutlich, dass das, was wir immer gesucht haben in der Welt, in uns schon lebt. Dazu gehört üben. Immer wieder üben. Der dritte Schritt ist die Zufriedenheit, die automatisch hochkommt. Sie sind alle Ursache und Wirkung. Die Konzentration ist die Ursache dafür, dass wir das Entzücken erleben. Das Entzücken ist die Ursache dafür, dass wir Freude erleben. Man kann sich nur freuen, wenn man Entzücken erlebt. Und die Freude ist die Ursache, dass wir Zufriedenheit erleben, was der dritte Schritt bei der rechten Konzentration ist. Die Zufriedenheit geht dahin, dass wir das in uns gefunden haben, was wir immer in der Welt gesucht haben. Und das, was ich bereits gesagt habe, dass wir da, wir es gefunden haben, wir zu der Zeit in der Meditation, nicht ständig, sondern zu der Zeit, keine Wünsche haben. Wir sind zufrieden. Das führt zum Frieden. Und keine Wünsche haben bedeutet aber gar keine. Überhaupt keine. Was aber nur während der Zeit der Meditation der Fall sein wird, da um überhaupt keine Wünsche zu haben und das wirklich in sich zu erleben, ein viel größere Einsichtsschritte noch gemacht werden müssen. Aber allein schon einmal das Erleben, was es bedeutet, wunschlos zu sein und daher erfüllt, bedeutet, dass wir ganz neuen Bewusstseinszuständen und einer ganz neuen Sicht entgegengekommen sind, die uns helfen muss, sie kann gar nicht anders, sie muss uns helfen, einen neuen Lebenssinn in uns zu finden. Der ganze achtfache Pfad, die Konzentration ist der letzte Schritt auf dem achtfachen Pfad, der ganze achtfache Pfad führt dazu, dass unser Lebenssinn uns ganz klar wird und wir ihn auch so weit verfolgen, dass wir uns nicht mehr beirren lassen. Wir lassen uns im Allgemeinen von all dem beirren, was in der Welt vor sich geht. Wird ja genug darüber geredet, geschrieben und bildlich gezeigt. Und da wir äußerst beeinflussbar sind, so lassen wir uns von all dem beeinflussen. Je weniger wir uns darum kümmern, was alles geschrieben und gesagt und gezeigt wird, und je weniger wir uns da hineingeben, desto leichter wird es sein, unsere eigenen Gedanken einmal klar zu bekommen, was wirklich wichtig ist. Heute ist der erste Tag vom Rest unseres Lebens. Wir sollten uns unsere Prioritäten mal aufschreiben. Nicht nur denken, sondern aufschreiben. Und wenn diese Prioritäten auf einer Ablehnungsbasis sind, Vorsicht, das kann's nicht sein. Es muss auf einer anderen Ebene liegen. Sich einmal anschauen, was schreibe ich denn da auf, was mache ich denn den Rest meines Lebens? Wie lange glaube ich denn noch da zu sein? Um sich ja nur mal anzuschauen, wie alt man ist und was man glaubt, wie alt man werden kann unter den besten Umständen. Also, wie lange habe ich noch vor mir? Und was will ich damit anfangen? Und wenn man sich das einmal wirklich objektiv anschaut, kann es sehr leicht sein, dass man einen ganz klaren Lebenssinn bekommt. Dieser klare Lebenssinn bringt dann erneute Energie in den Geist. Und das ist auch etwas, was noch zu sagen wäre über die Meditation, die rechte Konzentration. Wenn der Geist konzentriert ist und sich nicht um die Welt kümmert, sondern nach innen gegangen ist, so ist das
ein Jungbrunnen für den Geist. Die Kraft und Energie des Geistes wird dadurch unendlich gefördert, aber nur, wenn die Meditation schon so weit gediehen ist, dass es nicht mehr das Bemühen um die Konzentration ist, sondern die Selbstverständlichkeit, den inneren Bewusstseinszustände zu erleben. Es gibt noch die vierte und fünfte, sechste, siebte, achte Vertiefung und ich werde vielleicht nächsten Mittwoch darüber sprechen. Das wäre genug für heute Abend. Wenn jetzt Fragen sind, jetzt wäre die Zeit dazu. Mit dem Umwelt als Spiegel, also das verstehe ich nicht ganz. Ich bin also, war eigentlich noch nie, glaube ich, ein Schlamper, und, chaotisch, ja. Und bei mir ist ja auch alles gut organisiert und alles hat seine Ordnung und alles richtig in Fächern abgelegt und so. Und trotzdem, wenn ich da irgendwo hinkomme, gleich wo ich sehe sofort, wenn was nicht in Ordnung ist, wenn was im Zeitplan nicht stimmt und so. Was bin ich nun? Bin ich nun ein Chaot, wo ich eigentlich gar nicht bin, aber ich sehe immer das Chaos, obwohl ich glaube selber sehr ordentlich zu sein. Also sehe ich da das Gegenteil von meinem Spiegelbild oder wo liegt da der Rückschluss? Und was du da siehst, ist, dass dich das Chaos stört. Und bei dir zu Hause würde dich Chaos auch stören. Und daher räumst du auf. Und da muss man vorsichtig sein, dass man dann die Chaoten nicht beschimpft. Sondern die Chaoten sind eben chaotisch und denen macht das vielleicht sogar noch Spaß, chaotisch zu sein. Das kann auch sein. Aber was man sieht, ist, dass man selber diese Zustände ablehnt. Das sieht man ganz deutlich. Und das ist gar nicht, das schadet ja nichts. Aber sobald man denjenigen ablehnt, der es macht, dann ist es wieder eine Negativität. Aber dass man diese Zustände für sich selber ablehnt, das schadet nichts. Aber man erkennt sie, weil man sie ja auch ab und zu ändern muss. Bleibt ja nicht alles ordentlich. Wird ja immer wieder unordentlich. Man muss ja immer wieder Ordnung machen. Also darum sagt man, nur ein Buddha erkennt einen Buddha. Da wir nicht erleuchtet sind, würden wir nie erkennen, wenn ein Erleuchteter vor uns steht. Aber wir erkennen sofort, wenn einer furchtbare Unordnung macht und sie nicht aufräumt. Weil ich meine, bei uns war auch schon mal Unordnung, die mussten wir dann aber allerdings aufräumen. Und wir erkennen sofort, wenn einer ärgerlich ist. Das haben wir auch schon gemacht. Das können wir ohne weiteres erkennen. Aber einen Erleuchteten zu erkennen, das können wir nicht. Weil wir waren selber noch nicht. Und das bedeutet unsere Umwelt als Spiegel. Nur nicht denjenigen ablehnen. Wir können den Chaos ablehnen. Aber nicht denjenigen, der ihn gemacht hat. Der soll weiter seinen Chaos machen. Oder man kann natürlich, wenn man eine Beziehung hat, durch Beispiel vielleicht auch behilflich sein. Durch Worte weniger. Das erlebt man ja im Allgemeinen bei seinen eigenen Kindern. Was gibt's noch? Ja. Wir haben eine Frage, also beim Meditieren, da bin ich ja oft mit ganz vielen Sachen beschäftigt, dass der Geist überall hinwandert. Und andererseits ist ja auch immer wieder achtsam zu sein, ist ja auch eine Funktion vom Geist. Und oftmals, wenn ich so auf diesen Wanderungen bin, dann vergesse ich ganz achtsam zu sein. Gibt es irgendwie ein Hilfsmittel, dass man sich öfters immer wieder zurückerinnert? Ja, drei Hilfsmittel. Üben, üben und üben. Immer wieder, tagtäglich, morgens und abends. Aber nicht nur das. Die Achtsamkeit braucht man ja nicht nur in der Meditation zu üben. Die Achtsamkeit im täglichen Leben üben. Genau wissen, was man mit dem Körper macht, sich nur auf die eine Sache konzentrieren, mit der man beschäftigt ist, kein Resultat denken, das bringt einen vollkommen von der Achtsamkeit weg, sondern nur das tun, was gerade anliegt und den Geist vollkommen darauf konzentrieren. Das ist die Achtsamkeit im täglichen Leben, die einem bei der Meditation sehr hilft. Und immer wieder im täglichen Leben, ja, da kommt irgendwas anderes, da wird irgendetwas unterbricht, die Tätigkeit, die man gerade hat. Dann ist man auf das Neue achtsam.
Und dann wird mir wieder was unterbrochen, ist mir wieder auf das Neue achtsam. Aber Achtsamkeit bedeutet, dass man vollkommen mit dem Geist bei der Sache ist, die gerade anliegt. Und nicht abschweift. Und immer wieder, wenn man abschweift, wieder zurückholt. Je mehr man das am Tage übt, desto leichter wird es in der Meditation. Und in der Meditation, nachdem man lange genug da irgendwo in der Welt rumgewandert ist, sagt der Geist ja dann auch, vielleicht nach 10 Minuten, na, nun komm mal wieder her. Und dann wird's 9 Minuten und dann 8 Minuten, bis es mal eine Sekunde nur ist. Man muss ihn immer wieder zurückholen, bestimmt, aber nicht, indem man ihn beschimpft. Das hat er nun gar nicht gerne. Sondern immer liebevoll wieder zurückholen. Aber immer wieder. Und immer wieder. Und am Tage die Achtsamkeit. Je mehr am Tage, desto einfacher wird's. Ja? Ich wollte mal fragen, ich habe mich auch viel mit Selbsthilfegruppen beschäftigt, und da wird immer viel davon gesprochen, dass man gegenüber sich und anderen machtlos ist. Und es ist einfach meine Frage, ist das eigentlich jetzt irgendwie nur so eine Fantasie, oder kann man wirklich auch sagen, man ist einfach auch machtlos gegenüber sich selbst und man kann nur versuchen, sich selbst einmal mal zu bessern. Also, aber im Grunde ist man eigentlich gegenüber den äußeren Mächten und verschiedenen anderen Sachen eigentlich machtlos. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie kriege eine Krankheit oder eine Depression, dann bin ich ja eigentlich machtlos. Dann nützt mir ja keine Achtsamkeit, dann habe ich es halt. Da kommt manchmal bei mir jemand ein, ich bin depressiv. Ja, der arme Mensch, der ist eigentlich jetzt machtlos, ja, auch sich selbst gegenüber. Oder ist das jetzt dann, kann man das auch so irgendwie schaffen, dass man gegenüber sich selbst nicht machtlos ist? Ja, sich selbst gegenüber machtlos zu sein, wäre ja ein Zugeständnis von Schicksal. Und Schicksal ist in des Buddhas Lehre überhaupt nicht vorhanden, nur Ursache und Wirkung. Wenn man also Depressionen hat und unter denen leidet, und dann sollte man, bevor man sehr vollkommen drin versinkt, mal die Ursache untersuchen. Wieso gehe ich denn eigentlich in so eine Depression? Und diese Ursache ist negatives Denken und Selbstmitleid. Selbstmitleid ist die größte Ursache für Depression. Und das hängt auch zusammen natürlich mit dem Gefühl der Machtlosigkeit. Man fühlt sich selber wie ein Kind, dem keiner hilft. Aber wenn man erstmal sozusagen in Anführungszeichen erwachsen geworden ist, dann muss man sich schon selber helfen. Das heißt also, es gibt kein Schicksal, es gibt nur Ursache und Wirkung. Und daher mal ganz objektiv die Ursachen untersuchen, kann sehr hilfreich sein, bevor man vollkommen versinkt in so einer Depression. Diese Ursachen untersuchen können sehr leicht Einsichten hervorbringen, woran es liegt. Und diese Einsichten können einem dann helfen, diese selben Ursachen nicht wieder hervorzubringen, sondern sich auf andere Gedankengänge einzulassen. Neue Gedankengänge. Wir sind, was wir denken. Und wenn wir falsch denken, was ja jeder macht, weil wir ja einer Illusion verfallen sind, aber manche denken noch falscher, wenn wir falsch denken, kann es uns sehr schlechte Wirkungen haben. Und wenn wir sehen, dass wir uns nur selber schaden, dann ist ja nur vernünftig, sich selber mal in andere Gedankengänge zu leiten. Und immer wieder probieren. Zuerst ist es schwierig, allmählich wird's zur Gewohnheit. Ursache und Wirkung erkennen. Ja. Aber unsere Geburt, unsere Familie, in die wir hineingeboren werden, die Kindheit, die unter Umständen dann auch sehr dramatisch verläuft, das ist doch eigentlich Schicksal. Ursache und Wirkung. Wir suchen uns unsere Eltern selber aus. Es hat überhaupt keinen Sinn, die Eltern zu beschuldigen. Wir haben sie uns selber ausgesucht. Wir sind dahin gekommen, die Geistesformationen, die wir hatten, haben uns dorthin gebracht, wo wir erstens einmal hingepasst haben und zweitens mal am meisten lernen konnten. Und nur dann können wir die Lernsituation benutzen. Also es gibt nur Karma in des Buddhas Lehre, und das bedeutet,
wie du säst, sollst du ernten. Und dieser Satz ist ja wohl jedem bekannt. Und es bedeutet genau dasselbe wie das Wort Karma. Und da wir immer wieder durch unsere Gedanken Samen säen, ernten wir genau das, was wir gesät haben. Und auch schon bei der Geburt. Durch die Geburt. Wir haben das gekriegt, was wir uns gewünscht haben und was wir, wo wir hingepasst haben. Es ist wie Wasser, das immer die passende Ebene findet. Noch etwas? Ja? Die Lehre des Buddha, die Möglichkeit von negativen Denken oder als Hilfe in die Meditation zu kommen, also vom negativen Denken wegzukommen und als Hilfe in die Meditation zu kommen, die Möglichkeit oder den Gebrauch von Mantren. Ja, das Wort Mantra wird nicht so benutzt. Das Hilfsmittel ist ein Wort zu benutzen. Das ist ein Hilfsmittel. Ist nichts anderes als ein Hilfsmittel. Aber es kann sehr effektiv sein, es kann sehr hilfreich sein. Und wir benutzen auch als eins der Hilfsmittel ein Wort. Ganz egal welches. Am besten ist ein zweisilbiges. Ein- und Ausatmen. Kann man sehr, sehr gut nehmen und sich, man kann sogar, wenn man sehr, sehr viel negativ denkt, sich dieses Wort auch im Tage vorsagen. Kann man auch davon wegkommen. Alles, was hilft, ist richtig. Wir können aufstehen und uns die Beine strecken. Um mit der liebenden Güte-Meditation anzufangen, wollen wir noch einmal die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente. Wir wollen uns vorstellen, dass wir einen herrlichen Sternenhimmel in unserem Herzen haben. Und die Sterne funkeln und strahlen und erleuchten alle Ecken. Und wir fühlen uns dort wohl, sind von Schönheit umgeben. Und das Strahlen und Funkeln der Sterne strahlen und funkeln in unserem Herzen, so dass nur Reinheit und Klarheit im Herzen zu finden ist. Und wir fühlen uns von dieser Reinheit gefüllt und umhüllt und beglückt. Wir richten unsere Achtsamkeit auf denjenigen, der uns hier am nächsten sitzt, und schenken demjenigen einen dieser herrlichen Sterne. Als ein Zeichen unserer Liebe und Zuneigung, dass wir das Schönste, was wir haben, verschenken können, die Reinheit und Klarheit unseres Herzens. Wir denken an unsere Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht. Und jedem von ihnen schenken wir den schönsten Stern, den wir finden können,
der funkelt und strahlt und unsere Liebe ihn vermittelt und unsere Zusammengehörigkeit und ihn bezeugt, dass wir ihn das Schönste schenken wollen, was wir haben, ohne auf ein Gegengeschenk zu warten. Und wir sehen, dass sie das sehr beglückt. Und wir denken an die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammenleben. Und jedem von ihnen schenken wir den schönsten Stern, den wir in unserem Herzen finden können. Und sehen ganz deutlich, dass je mehr Sterne wir verschenken, desto mehr leuchten in unserem Herzen. Und wir zeigen ihnen durch dieses Geschenk unsere Liebe und Zuneigung. Und wollen sie damit beglücken, ohne ein Gegengeschenk zu erwarten. Und wir denken an Freunde, Bekannte, Verwandte, wer immer uns in den Sinn kommt, wer immer uns nahesteht. Und für jeden von ihnen finden wir einen wunderschönen, strahlenden Stern in unserem Herzen und schenken ihn denen aus Liebe und Freundschaft, als eine Gabe aus unserem Herzen. Zeigen ihnen unsere Zusammengehörigkeit, sehen, wie sie das beglückt . Wir denken an die Menschen, an denen wir im Alltag begegnen. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, Schüler, Lehrer, Patienten, Verkäufer, Postboten, Menschen in Büros, auf der Straße, Verkehrsmitteln, wer immer uns da in den Sinn kommt, wer immer einen Teil unseres täglichen Lebens ausmacht. Und für jeden von ihnen haben wir einen wunderschönen, strahlenden, reinen, klaren Stern aus unserem Herzen und schenken ihn denen als Zeichen unserer Liebe, unserer Freundschaft, unserer Zusammengehörigkeit. Und wir selbst fühlen uns davon beglückt und sehen auch, dass das jeden, der einen Stern bekommt, glücklich macht.
Jetzt denken wir an irgendeinen schwierigen Menschen in unserem Leben, über den wir uns geärgert haben oder der sich über uns geärgert hat, den wir ablehnen aus irgendwelchen Gründen oder der uns ablehnt. Genau wie der Sternenhimmel für jeden leuchtet, so schenken wir auch diesem schwierigen Menschen den schönsten Stern, den wir in unserem Herzen finden können. Reichen ihn da, in Liebe. Und fühlen ganz deutlich, wie die Schwierigkeit von uns abfällt. Und jetzt öffnen wir unser Herz so weit wie möglich und lassen so viele Menschen hinein, wie wir nur hineinlassen können. Genau wie die Sterne am Himmel für jeden leuchten, so lassen wir auch die Sterne in unserem Herzen für jeden leuchten und strahlen. Zuerst lassen wir all die hinein in unser Herz, die hier versammelt sind, sodass sie sich an diesen funkelnden Klarheit und Reinheit erfreuen können, beglückt fühlen, sich geborgen fühlen. Und dann lassen wir all die hinein, die in der Umgebung leben. Und wir öffnen unser Herz immer weiter und sehen, wie immer mehr und mehr Sterne an dem Firmament unseres Herzens erscheinen. Lassen all die Menschen hinein, die in unserer Heimatstadt leben. Wir vermitteln ihnen unsere Liebe, unsere Zusammengehörigkeit. Sie können sich wohlfühlen in dieser Sternenklarheit. Und dann lassen wir Menschen hinein, die wir kennen oder nur gesehen haben. Oder von denen wir nur gehört haben. Unser Herz hat keine Grenzen. Es ist unendlich. Wir selber auferlegen uns die Grenzen. Und so können wir es erweitern. Dann lassen wir all die Menschen hinein, von denen wir nur ahnen oder uns vorstellen, dass sie vorhanden sind. Und alle fühlen sich beglückt und geborgen. Denn sie spüren, dass wir ihnen Liebe und Zusammengehörigkeit und Freundschaft vermitteln wollen. Durch die Schönheit, die in unserem Herzen zu finden ist. Und wir richten die Achtsamkeit
wieder auf uns selbst. Und wir sehen diesen wunderschönen Sternenhimmel in unserem Herzen, fühlen uns beglückt davon, erfüllt und umhüllt. Wir spüren die Reinheit in unserem Herzen, die uns Liebe vermittelt. Alles strahlt und funkelt in unserem Herzen. Und jetzt wollen wir diesen Sternenhimmel in unserem Herzen verankern, so dass er eins damit wird und wir immer Zugang haben zu dieser Schönheit. Mögen alle Menschen die Liebe in ihren Herzen leuchten lassen.